Hey Leute und willkommen zu Leisure Suit Larry. Wet Dreams Don't Dry. Mit Black Soul Diana, hallo. Hallo. Diana sieht nun die ganzen Schweinereien, die wir hier machen und hört auch den Ton. Ja, natürlich. Da muss ich zugucken. Natürlich. Ja. Erstmal großes Danke an Crazy Bunch. Die haben mir den Key geschickt für das Spiel, weil ich sie gefragt habe. Ich sag's trotzdem dazu, ne? Hashtag Werbung, Hashtag leck mich am Arsch. Sicher, sicher. Aber ich wollte den Key. Ich wollte das spielen. Warum will ich das spielen? A, es ist ein geiles Point-and-Click-Spiel im Comic-Style. B, es passt perfekt zu mir und Diana. Es ist ziemlich pervers. Und C, ich habe schon den quasi Vorgänger, den letzten Comic-Teil auf meinem Kanal Let's Play. Am Ende auf der Endcard seht ihr dann die Playlist. Könnt ihr das letzte Comic-Spiel gerne anschauen davon. Ist halt echt geil, ne? Und jetzt heute, genau heute ist das neu erschienen. Ich werde es mal anzocken mit euch. Ich hoffe, ihr wollt mehr sehen. Wenn ihr auf meinem Kanal Larry's Randall's Monday gesehen habt zum Beispiel oder South Park, dann ist das Spiel auch was für euch. Ach, das ist für alle, die es gerne etwas anzüglich haben. Anzüglich? Mal ein bisschen leise. Mhm. So. Verrucht. Leute, auf jeden Fall. Wir starten natürlich ein neues Spiel. Ich habe mal kurz reingeguckt natürlich, ob es funktioniert. Und jetzt kommt schon das erste Krasse an dem Game. Ist man alt genug fürs Spiel? Zu jung fürs Spiel? Mehr als alt genug? Oder ich bin nur eine Katze, die mit der Tastatur läuft? Das Krasse ist, Leute, ihr müsst ja echt beweisen, dass ihr alt genug seid. Wenn ihr sagt, ihr seid eine Katze, dann sagt das Spiel, darfst du nicht spielen. Also, Diana, wir sind alt genug. Natürlich. Ja, und jetzt müssen wir Fragen beantworten, Leute. Ohne Scheiß, wirklich. Ihr kommt sonst ins Spiel nicht rein. Diana, was war das Besondere an Dolly dem Schaf? Es ist geklont. Richtig. Geklont ist aber auch geil. Also, ihr seht die Antwort gar nicht. Ich schieb mich mal hoch. Blup. So. Es wurde natürlich geklont. The truth is... Das Geile ist, ich weiß die meisten Sachen wahrscheinlich... Selbst nicht. The truth is out here? Keine Ahnung. Keine Ahnung. War richtig! Easy! Party like it's... Ach du Scheiße. Diana? Keine Ahnung. Oh Gott, was 54? Nehmen wir? 54? Oh Gott, so früh, echt? Keine Ahnung. Falsch! Oh. Leute, wir kommen ins Game nicht rein. Ich weiß überhaupt nicht, was das damit zu tun hat. Wahrscheinlich. Was versteht man unter der Dotcom-Blase? Ach du Scheiße. Richtig. Ich beantworte einmal durch. Was ist das fünfte Element in das fünfte Element? Ich habe das nie geguckt. Liebe? Ha! Nein. Ich habe das fünfte Element nie geguckt, steinigt Leute, mich. Leute, das ist schwierig, Googelt es am besten und guckt jetzt nicht zu. Wenn es zu lange dauert, schneide ich genau hier. Rhythm is a Dancer. Oh, das weiß ich. Leute, wir haben es geschafft. Das war ein hartes Stück Arbeit. Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Und niemals. Viele sagten, das sei auch besser so. Doch der prophezeite... Lebt! Er wird kommen. Die Alpakas dieser Anzug, sich von ne? ihm verneigen. Und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Nicht. Die Alpakas, ja natürlich. Hallo? Hey Süße, warum hast du das Licht ausgemacht? Wo bist du? Jetzt in die Kommentare schreiben, welche Stimme ist das? Das fühlt sich doch an wie dann. Au! Ihr kennt ihn alle. Oder auch nicht. Und warum liegen wir nicht mehr im Bett? Wo ist das Bett überhaupt? Süße? Die hat sich wohl verkrümelt. Typisch. Ja, mit diesen Weibern. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Die Suche nach Liebe führt einen an die seltsamsten Orte. Und die meisten sind stockfinster, feucht und dunkel. Natürlich. Sehr wahr. Ich sollte erstmal Licht anmachen. Er hat die Maus. Das ist keine gute Idee. Wir haben die Maus, Leute. Hallo, bin ich wieder. Ich mache mal ein bisschen kleiner hier links so. Flup. Ja, wir haben hier unten, ihr seht, wir können ins Hauptmenü zurück. Und wir haben ein Inventar natürlich, der jetzt komplett leer ist. Aber ich glaube, mit der Leertaste, ja genau, mit der Leertaste kann man da drauf drücken. Dann sieht man die, was man anklicken kann.
Da ist ein Schalter drin. Ich muss ihn drücken. Drück drauf. Ich muss ihn drücken. Aber den roten Knopf, nicht was den grünen. Was ist das hier für ein Ort? Er hat grün gedrückt. Eine, was? Eine Rolltafel. Oh. Scheint eine Art Hightech-Labor zu sein. Mindestens Hightech-Labor. Bin ich entführt worden? Und vor allem, von wem? Ich muss den Schalter drücken. Das hat irgendwas bewirkt. Irgendwas, ja? Jetzt den grünen, jetzt den grünen, jetzt den grünen. Haben Sie Experimente an mir gemacht? Und vor allem, wer? Wer? Ich fühle mich so, als hätte ich ewig geschlafen. Du hast doch ewig geschlafen. Das letzte Spiel ist schon einige Jährchen her. Tageslicht. Ja, Leute, extra rotes Licht heute hinter mir, ne? Wir gehen rein ins Licht. Das muss eine harte Nacht gewesen sein. Alles so verschwommen. Ich will dich, glaube ich, gar nicht sehen. Aber jetzt ist ein neuer Tag. Heute scheint die Sonne nur für Larry Leffer. Oh ja, er ist wieder da. Dank einem deutschen Studio. Danke dafür. Die Deutschen sind ja bekannt für ihre geilen Point-and-Click-Adventures. Wie Dedalic mit Deponia und so weiter. Ja, wir sind hier sehr stylisch hochgefahren, auf jeden Fall. Und spielt auf jeden Fall auch Night of the Rabbit. Ja. Oder auch nicht. Hab oder ich den auch nicht. Ganzen Tag hat die Antwort gegeben. Auch gut. Oder spielt's auch das nicht. Das heißt, es ist eine weitere heiße Nacht für Larry Leffer. Dafür ist aber ziemlich viel Angst. Huch. Huch. Was war das denn? Scheint so, als wäre der Lift hinüber. Steht wohl nicht mehr unter Strom. Anders als ich. Wir stehen unter Strom, Leute. Fuck off. Hm. Ach, das sieht etwas anders aus, als ich in Erinnerung habe. Okay, okay. Ja, okay, ich hab die Maus wieder. Coming too soon. Woo! Coming too soon. Sag geil. Da ist ein Schuh. Ich muss ihn mitnehmen. Der Schuh natürlich ist durch. Aber die Schnürsenkel sind noch in Ordnung. Ich nehme auch die Schnürsenkel. Easy. Das ist wie mit der Socke. Nehmt immer alles mit. Nehmt eine Socke mit. Bigger Busch. Das klingt schon so glaube, richtig. Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Der Busch. Der zweitschönste Busch, den ich je gesehen habe. Der zweitschönste. Okay, Schuh haben wir. Das haben wir. Können wir noch rübergehen? Ein Eichhörnchen. Okay, man kann den nicht raus erstmal. Und dann hier, Poster. Ein Flyer für eine Band namens Kraftwerk. Kraftwerk. Hier hängen ein paar Flyer, aber da ist nichts dabei, was mich interessiert. Ich meine, sie hat Kraftwerk. Kraftwerk klingt wie so Lilliputaner, die Metal machen. Ja. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Alter, Müll muss immer durchwühlt werden. Das ist ein Grundgesetz. Das bekomme ich nicht herausgehoben. Streng ein hier an. Enges Gitter. Irgendwas funkelt da unten. Da unten funkelt was. Okay, okay. Ich würde sagen, Leute, wir gehen mal in die Bar. Also das Eichhörnchen ist auch seltsam. Es klettert immer von unten nach oben. Ja. Und dann kommt dieser mega heiße Typ auf mich zu. Tja. Du musst nicht von mir in der dritten Person sprechen, Baby. Und dann gucke ich ihn mir genauer an und denke nur so, hallo, die Klamotten gehen gar nicht. Hey. Ach, doch, doch, doch. Oh, warte mal. Mich quatscht hier so ein creepy alter Sack an. Das? Ich melde mich später wieder. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie Lefties? Naja, die Bewertungen haben mich nicht hergelockt. Die Bude hat nur ein Like bei Instacrab Insta und einen halben Stern bei Galb. OMG. OMG. Mega Downer. Aber sie soll der übernächste Geheimtipp der Stadt werden. Zumindest ist hier alles toll retro und vintage und so. Guck dir den Dreck an, der wirkt richtig echt. Da kann der Salon de Lézard nicht mithalten. Er versteht so viel wie ich. Ich bin Becky Butter, aber das weißt du sicher. Du siehst wie einer meiner typischen Follower aus. Follow was? Ich hab dich nicht verfolgt. Echt? Ich hab dich nicht verfolgt. Echt? Ich hör's. Ich bin Larry. Larry Leffer. Larry. Hey, meine Community lässt gerade nach. Mein Channel könnte ein paar Likes vertragen, sonst verliere ich Traction. Leute, ne? Ihr habt sie gehört. Lasst ein Like da, ne? Wenn ihr wollt, dass das Let's Play weitergeht. Channel, der Fernseher ist doch aus. Traktion, hast du Schmerzen? Community, lebst du in einer Kommune? Alter, da kennt. Es ist ja wahrscheinlich vielleicht so, dass dieser Fahrstuhl uns aus der Vergangenheit in die Zukunft gebracht hat. Möglicherweise. Ich kann ein paar dieser Wörter nicht ganz einordnen. Oder benutzt du gar kein Instacrab? Instacrab, natürlich. Eine Altersgruppe, die auf Verschwörungstheorien auf Facebook steht. Facebook?
Und was für eine Score hast du auf Timber? Bitte was? Ich meine, du bist ungefähr, weiß nicht, 50 Jahre zu alt. Aber wie er ich habe guckt, gehört, ne? dass es auch ein paar Millionen nutzen. Aber die sind eher bei Parshit oder Elite-Falter. Ich finde, Elite-Falter. So Elite-Falter, natürlich Elite-Furzer. Tolles Profilbild, aber kein Charakter. Ich komme ja viel rum und das merkt man. Nächstes Jahr gehe ich zum Scorching Dude Festival wegen der Openness der Menschen. Bitte was? Es soll hier ein ganz neues Craftbeer ausgeschenkt werden. Warum steckt der nächste total analog. Ja, richtig. So. Wäre super für ein Selfie. Hey, ich kann dir so ein Craftbeer holen. Craftbeer. Oder halt das. Wenn sie auch besonders abgefahrene Varianten haben, will ich davon was. Du weißt schon, mit Pumpkin Spice oder Lemon Cobra. Klar doch. Endlich hält sie die Schnauze. Furchtbar. Willkommen in der heutigen Jugend. Ach du Scheiße, ist ja viel. Jetzt gucken wir mal kurz. Hier oben sehen Sie ein Nacktbild. Ja, sehen Sie ein Nacktbild aus, quasi aus dem ersten Larry-Teil wahrscheinlich. Damals war das die größten Pornos. Wie geil das hier oben ist. So detailreich. Voll cool. Voll cool. Ich glaube, das ist der Kopf mit Haaren. Und hier unten ist es nicht ohne Grund auch schwarz. Ich komme nicht ran. Wirkt überwiegend tot. Er wirkt tot, das stimmt. Dartpfeile. Ja. Oder fliegende Zahnstocher. Nimm mit. Ja, easy. Dartpfeile geklaut. Easy. Und keinen interessiert. Schon der Anblick löst bei mir unheilbares Samstagnachtfieber aus. Die Scheibe ist aus Plastik. Scheint sehr stabil zu sein. Warum sagt man sowas? Will er sie kaputt machen? So einfach komme ich nicht an die Platte. Okay, mit die Platte. Ist hinter einer Scheibe. Okay. Das ist Klo. Zapfhahn mitnehmen. Finger weg. Oh. Daraus kommt mein Barbarenbräu. Das Zapfen nur Profis. Barbarenbräu. Auf dem Zapfhahn steht Barbarenbräu Schutzmarke. Okay. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Scheiß, ich nehme immer so gerne alles mit, Leute. Ich muss bei solchen Spielen immer alles klauen. Hier ist was, hier ist was. Regenbogen-Kaugummi. Alter, mit. Joa, lecker. Ja, natürlich. Kaugummis vom Tresen abknubbeln. Die zweitschönste Sache der Welt. Mindestens. Oh, wie cool ist der da oben, Mann. Das ist sogar auch Retro, ne? Immer noch die schönste Frau aller Zeiten. Mindestens. Okay, wir gehen mal Scheißhaus gleich. Was? Verschlossen. Wie meine Highschool-Dates. Warum verschlossen? Da geht es zu den Toiletten. Und ist da hinten dann? Hä, wenn es dann links nach Toiletten geht? Vorne geht's raus? Fest verschlossen. Ist es der Darkroom? Dahinter war doch immer... Ja, es fällt mir gerade nicht ein. Es sieht sehr darkroomig aus. Das ist mein Waschraum. Was? Ich meine die Brauerei. Ah. Brauerei. Oh, es leuchtet hier sogar, weil wir was gefunden haben. Ah, ich meine, da ist ganz cool eigentlich. Regenbogen-Kaugummi. Jetzt bin ich wieder über den Inventar drüber mit der Cam. Egal. Links ist nur einfach nur noch der Schnürsenkel. Okay, wir wollen mit den Typen quatschen müssen. Ne? Aber... Lefty lebt seinen Traum. Lefty. Der Name sagt mir auch immer. Was darf sein? Larry? Larry? Bist du es wirklich? Wer sonst? Wer sonst? Ach, du bist es. Wer sonst? Hä? Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Hä? Und du bist keinen Tag älter geworden. Ja. Irgendwie siehst du sogar besser aus als früher. Das stimmt. So cool. Sie haben ihn nämlich größer gezeigt. Wir haben uns gefragt, wohin du gegangen bist. Einige meinten, du hättest dich auf eine exotische Insel zurückgezogen. Im letzten Teil? Ja, andere glaubten, du wärst ins Kloster gegangen. Was? Naja, und einige sagten... Du wärst tot. Was? Ich hatte nur exotische Krankheiten. Ich war noch nie im Kloster. Nein. Bin ich tatsächlich tot und das ist der Himmel? Was bin ich tatsächlich tot und das ist der Himmel? Ich kann ja viel behaupten, aber nicht, dass meine Kneipe irgendwie himmlisch wäre. Doch schon. Oh. Aber jetzt mal ehrlich, Larry. Oh. Was ist mit dir passiert? Ich war auf einem Date mit... Wie hieß sie noch? Jedenfalls sind wir zu ihr. Schöner Name. Oder zu mir. Oder in einem Hotel. Oder in einem Hotel. Und da. Sagen wir so, die Handschellen am Bett waren ziemlich fest. Das war im letzten Teil, in der ersten Folge, Leute. Guckt euch, wie gesagt, auf der Endcard gerne das alte Let's Play an. Das ist so geil. Schöne Anspielung. Ja. Und das ist die Anspielung, der zweite Satz, auf das Ende von dem Let's Play mit den Aliens. Geil. Geil, ich nehme das Bett. Sagen wir so, die Handschellen am Bett.
man ziemlich fest. Oh ja. Mache ich auch so. Hilft gegen Schlafwandeln. Oder so, ne? Dann war es doch ja. Die Aliens. Ich will nicht sagen, dass es Aliens waren, aber es... Es waren Aliens. Ich will gar nicht wissen, was sie mit deinen Körperöffnungen gemacht haben. Frag nicht. Frag. Unter uns gesagt, ich weiß nicht, ob wir Sex hatten oder nicht. Unter uns gesagt, du siehst immer noch wie eine Jungfrau aus. Nein, das definitiv nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Tröste dich, Larry. Heutzutage blickt überhaupt niemand mehr durch. Die Toasty nehmen auf keinen Fall. Unübersichtlich geworden. Ja? Irgendwas stimmt hier nicht. Ach nee. Sein leuchtendes Rechteck habe ich zuvor noch nie gesehen. Leuchtendes Rechteck? Was meint er gerade damit? Das Handy! Das Handy! Becky hat von Instacrap, Timber und anderen Sachen erzählt, von denen ich noch nie gehört habe. Moment, Larry, dir ist doch schon klar, dass du ewig lange weg warst. Wie meinst du das? Du warst komplett von der Bildfläche verschwunden. Jahrelang. Wie meinst du das? Haben wir etwa schon 1990? Oder etwa 2000? Ist das leuchtende Rechteck eine Fernsteuerung für einen Raketenrucksack? Nein. Sind wir auf dem Mars? Wir sind im Jahr... komm mal näher. Ja, also was... Das ist... Wirklich? Okay. Ich bin im 21. Jahrhundert. Viele Menschen, die ich kannte, sind tot. Alles hat sich verändert. Diese Welt kenne ich nicht. Tja. Ach, egal. Ich habe immer noch mein gutes Aussehen, meine blendende Ausstrahlung und in der ganzen Stadt den größten. Das hier ist ein Familienetablissement. Pickel auf der Nase natürlich. Charme. Ja, natürlich. Charme. Die Instagram-Tussi links geht Mädchen ernst echt auf die Eier, ne? Wenn sie da steht und guckt, gell? Alter, diese Worte und so weiter, lecken sie mich am Arsch. Okay, jetzt sind wir nicht weitergekommen, wir wissen jetzt aber. Wir lassen den Elch auf ihren Kopf fallen, dann sieht's hübsch aus. Das war schön, leider haben wir da nichts. Aber, ich geh mal raus wieder. Realisiert jetzt, wo er ist? Nö, kommt keine Szene, hab ich mir gedacht. Coming to soon, fuck off. Fuck off? Können wir meinen Schlüssel haben? Ich hätte gern zwei Bier, oder? Ich hätte gern zwei Bier. Eins für Becky? Gut, die ist eine von diesen verdammten Hipstern, die die Stadt überschwemmen. Die Schweine. Nennt sich selbst eine Influencer. Influencer? Oh Gott. Hier muss ich draußen ein Schildchen stellen. Passt auf vor diesen Leuten. Heute muss ich dafür sorgen, dass so einer ein Foto davon auf Instagram postet. Okay. Bier! Zwei Barbarenbräu. Liebe gebraut. Obwohl das Gesundheitsamt das nicht zu schätzen hat. Die haben ja keine Ahnung, ne? Die haben ja keine Ahnung. Nee, gar nicht. Aus dem Waschraum. Gut, dass ich deinen aus 1987 immer noch habe. 1987. Larry, sag mal, hast du eben die beiden Biere in deine Jacke gesteckt? Ja. Klar, das mache ich schon immer so. Mit allen Sachen. Darf man nicht? Darf man das heutzutage nicht mehr? Schon gut. Ich hab immer alles eingesteckt. Bis später, Lefty. Mhm. Immer. Ich will jetzt der Tussi. Das Barbarenbräu. Aber es ist doch kein Kraftbier. Moment, kann ich es da mischen? Barbarenbräu hat nicht genug Biss, um dieses Kaugummi aufzuweichen. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Okay, dann gehen wir es einfach. Ich glaube, dass es ihr nicht kräftig genug ist. Mal gucken. Hey, ich habe hier dieses Barbarenbräu. Das hat aber gedauert. Ich hatte in der Zeit schon 12 neue Matches auf Timber. Boah, erschieß sie! Cheers. Moment, ich muss erst Fotos davon machen. Sie verarschen ja gar nicht die Influencer. Nein. Gar nicht. Jetzt aber. Cheers. Moment, ich muss noch die Video-Story filmen. Ist bei vielen traurige Wahrheit. Das Essen ist kalt, bevor sie es essen. Also muss man fotografieren müssen. Der ganze Schaum wird darauf, dass euer Lipgloss frisch aufgetragen ist. Sonst hinterlässt das keine süßen Spuren am Glas. Oh. Die machen sich nämlich prima um. Oh. 5 Minuten später.
Der Schaum muss dass weg. Dass er überhaupt noch da steht, ne? Durchgucken. So dunkel ist das. Da müsst ihr mit den Selfies aufpassen. Ist total die Challenge, dass man nicht davon verdeckt wird. Aber, meine Lieben, ihr schafft das. Ihr schafft das. Ach, nur später. Dass der echt noch da und steht? Wenn ihr das Video mögt, drückt da unten auf Like und Fave und Thumbs Up und Stern ja, und Herz ja, und Push ja. Und hinterlasst einen Kommentar. Ja. Aber nur, wenn er lieb ist. Und teilt das Video auf Instagram, auf Facebook. Leute, habt sie gehört? Ihr habt sie gehört. Mhm. Teilt dieses Video. Frau hat's gesagt. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Richtig. Cheers. Die Frau hat recht, Anna. Die ist gut. Mhm. Hat nur 3 Jahre gedauert. Gar nicht schlecht. Tja. Uns schon. Oh. Ich glaube, mir wird grüne Augen. Übel. Oh nein. Warte, ich will sehen, wie es dir schlecht geht. Hashtag Fail. Ihr Mädels aus der Zukunft. Alter, kotzt sie an. Oder ihr seid Roboter. Verdient. Sexy Roboter. Natürlich. Meine Gebete wurden erhört. Er kotzt sie an. Komm, kotzt sie an. Ich muss nur kurz auf Toilette, Baby. Geh nicht weg. Oh je. Das wird knapp. Schaffen wir das? Wir sind doch abgeschlossen. Scheiße. Mist. Abgeschlossen. Lifty hat bestimmt einen Schlüssel. Er muss gerade kotzen und redet noch weiter. Was gibt's? Wir sehen scheiße aus. Meine Gedärme lösen sich auf. Meine Gedärme lösen sich gerade auf. Danke. Ich will's mal so ausdrücken. Ich brauche sofort den verdammten Toilettenschlüssel. Ach so. Alter. Hier, bitte. Am Stein. Zack, zack, Alter, zack. Rein da. Oh, der Schlüssel ist abgebrochen. Aber immerhin hat er vorher das Schloss entriegelt. Na, immerhin. Glück gehabt. Immerhin. Betreten die Gemäuer. Instagram. Ich liebe es jetzt schon, das Game. So schön verarschen. Alter. Die Arme. Upsi. Was ist das? Arme Ratte, Maus, was auch immer. Halluziniere ich? Es lebt. Nein, irgendwas ist da in diesem Schleimhaufen. Ich will da nicht reingreifen. Es kommt von oben runter, ihr seht's, oder? Es kommt von hier raus. Aber einfach rette sie. Leute, Leute, Leute. Was da drin ist, seht ihr in der nächsten Folge. Doch. Wenn ihr mehr sehen wollt, ihr habt die Frau gehört, ne? Liken, teilen, abonnieren, einen lieben Kommentar hinterlassen, dann spielen wir das Spiel weiter. Ne, Diana? Ganz einfach. Dianas Video. Wir müssen sie retten. Ja, Dianas YouTube-Kanal in der Videobeschreibung. Natürlich auch verlinkt. Danke, wie gesagt, an das Entwicklerstudio aus Deutschland. Mega nice. Und ja, Leute, sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Leisure Suit Larry. Viel Spaß. Haut rein und ciao. Tschüss, macht's gut.